Also, wir treffen uns jetzt hier im Park am Badhaus. Und das Badhaus im FF-Park ist ein Kulthaus. Es wurde 1819 vom Aufenberg, vom Architekt Aufenberg, der den Park entworfen hat, projektiert und gebaut. Und es ist ein Jahr, nachdem die Fürstin Amalie von Karlsruhe nach Donaueschingen verheiratet wurde, gebaut worden. Und zwar als Badehaus waren insgesamt 12 Badewannen drin. Und in dem Badehaus wurde dann am Abend gebadet. Die fürstliche Familie ist vom Schloss durch den Park entweder mit einer Kutsche oder dann auch zu Fuß in das Badhaus gegangen und haben dort gebadet. Auf der Ostseite war auch ein Schwimmbad und in dem Schwimmbad konnte im Sommer dann wirklich auch geschwommen werden. Das Schwimmbad war 10 mal 20 Meter groß, ein enorm großes Schwimmbad für die damalige Zeit. Wenn man Richtung Westen schaut, sieht man auch noch das sogenannte Fischhaus. Das Fischhaus war ein Fischbecken und in dem Becken wurden Fische gehalten, aber auch geschlachtet. Deshalb hat es auch Fischmetzg geheißen. Und auf der Wiese vorne dran war ein großer Weiher, in dem eigentlich die Fische gezüchtet und gehalten wurden und dann die letzten Tage in einem sogenannten Heltopbehälter im Fischhaus gewässert wurden, bevor sie geschlachtet wurden und auf der Tafel im Schloss dann verziert werden konnten. Die Kuriosität im Badhaus war folgendes. Am Ausgang vom Schwimmbecken war ein Wasserrad. Und dieses Wasserrad hat Wasser, was von der Breg zugeleitet wurde, ins Obergeschoss vom Badhaus gepumpt. Und dort wurde Wasser temperiert, aufgekocht, dass diese 12 Badewannen tatsächlich heißes Wasser hatten. Durch dieses Wasserschloss eigentlich, konnte dann mit 0,3 Bar die Badewannen gefüllt werden, und zwar mit diesem Druck, was normalerweise eigentlich nicht gelingen würde, wenn man dieses Wasserschloss, diese Behälter im Obergeschoss nicht gehabt hätte. Man sieht im Mittelteil auch einen Saal. Nachdem die Fürstenfamilie, auch Gäste, gebadet und sich aufgewärmt haben, gab es dann in dem Mittelteil, der Pantry dann wirklich auch Hausmusik. Es war eine Bibliothek drin, es waren Musikinstrumente drin und es wurde dann anschließend noch Gesellschaftsleben praktiziert. Hausmusik war im Fürstenhaus, nachdem Mozart ja 1766 12 Tage in Donaueschingen war, praktiziert, und Hausmusik war im Fürstenhaus gang und gäbe. Und wenn dann nach dieser Badezeit wieder abgebaut wurde, ist die Familie wieder ins Schloss gezogen. Und dort war es eigentlich im Schloss, muss man ganz klar sagen, nicht so angenehm warm wie im Badhaus. Denn das Schloss wurde erst 1900 beheizt. Deshalb war dieses Badehaus so wichtig für die Fürstenfamilie.